Das bin ich. Wenn ich einmal in meinem Leben mit ihm zusammengekommen bin und er mir die Hand gereicht hat. Das war am 9. April 1937. Drei Wochen nach meiner Priesterweihe. Und 14 Tage nach meiner Primiz. Mein Heimatpfarrer Franz Weiß, der große Gegner des Nationalsozialismus, war ein Freund von Pater Rupert Mayer. Und er wusste, dass an diesem Sonntag, also 14 Tage nach Ostern, in Weißenhorn im Kreis Günzburg ein Männertag stattfand mit dem dortigen Bischof Kunzmiller und mit dem Pater Rupert Mayer. Und er hat mich eingeladen, mitgenommen. Und so habe ich seine Predigt mit angehört. Ich weiß allerdings nicht mehr, was er alles gepredigt hat. Es ging vor allem um die katholische Schule in Bayern. Aber einen Satz habe ich mir gemerkt. Glaubt ihnen kein Wort, die lügen, dass sich die Balken biegen. Pater Rupert Mayer kam dann auf uns zu und gab mir die Hand und mein Heimatpfarrer hat mich ihm als Neupriester vorgestellt. Das war meine Begegnung mit Pater Rupert Mayer. Inzwischen bin ich einige Mal schon an seinem Grab in München gewesen und bete also immer, dass er bald von der Kirche heilig gesprochen wird. Denn er hat es wirklich verdient durch sein Martyrium. Er war ja verbannt nach Ital, dort bin ich auch schon gewesen und habe die Tafel gelesen, wo drauf stand, dass er hier in Verbannung war. Und ich hoffe, dass doch bald ein Wunder wieder geschieht und er von der Kirche dann heilig gesprochen werden kann.